Heute machen wir einen Aperol Spritz. Tausendmal gesehen, aber euch immer gefragt, ja, wie geht denn eigentlich die Rezeptur? Das zeige ich euch jetzt. Ganz, ganz simpler Drink. Aperol und Sekt zu gleichen Anteilen und ein Spritzer Soda. Ich fange an mit meinem Aperol Likör. Und zwar sagt das Rezept, Aperol und Sekt zu gleichen Anteilen. Ich habe mich jetzt für 5 cl entschieden. Ich will natürlich was schmecken. Dann greife ich zu meinen Eiswürfeln. Jetzt kommen auch ebenfalls 5 cl Sekt drauf. Ich habe mich für Champagner entschieden. Passt ein bisschen mehr zu meinem Dress. 5 cl von dieser leckeren Prickelbrause. Rein damit. So, dann spritziges Sodawasser. Etwa 2 cl. Dann rühren wir das Ganze um. Und last but not least, einfach als Geschmackgeber, einfach hier so eine schöne Orangenscheibe hinzu. Fertig wäre der Aperol Spritz.